Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Immer wenn ich die Folge starten will, fangt ihr an mit Blubbern, das ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. So, ich habe ja in der letzten Folge extra hier was aktiv gehabt eigentlich. Achso, ist noch. Gut, na Gott sei Dank. Gut, dann könnten wir ja hier eigentlich schnell... Ja, hier könnten wir eine Schnellreise hinmachen und dann ein Stückchen mit Telisi vielleicht mal hinfliegen. Das wird noch sehr lange dauern. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Naja. Wir müssen uns ja jetzt langsam aber sicher mal so ein bisschen auf die Queste konzentrieren. Und ich habe mir so überlegt, dass ich es wieder... Wunderschön, guten Tag allerseits. Dass ich es wieder so ähnlich mache wie bei Assassin's Creed Mirage. Dass ich solche Dinge wie jetzt... hier so ein Setzling oder... Was gab es hier noch? Die... Glockenbaum oder wie das heißt. Genau, das hier, Glockenzweig, so rum. Dass ich sowas vielleicht mal zwischen den Folgen mal so nebenbei mache. Einfach hier, um die Karte nur ein Stückchen aufzudecken. Da brauche ich ja keine Quests oder sowas annehmen für. Und das mache ich wahrscheinlich nebenbei so ein bisschen. Wir haben zwar hier unten schon das meiste, aber wenn man so überlegt, dass da hier noch so ein Eckchen ist, also wir haben noch nicht mal ganz die Hälfte. Und da oben ist irgendwas. Was ist da? Ah, hier, das zum Beispiel. Das, oder hier die Ahnenfähigkeiten. Da passiert ja nichts. Ich gehe hin, ich fasse das Ding an und das war's. Also, da verpasst ihr ja wirklich nichts und das werde ich wahrscheinlich dann deswegen mal zwischen den Folgen mal nebenbei so machen. Einfach, damit es hier mal ein bisschen mehr auf die Quests und auf die ganzen Aufträge und sowas konzentriert werden kann. Vielleicht mache ich das auch nebenbei mit den Planbeiträgen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Weil es kann ja durchaus sein, dass es doch so die ein oder andere Person gibt, die, kann es losgehen? Erstmal eine Runde schwimmen. Auch das ist ja putzig. Oh, ist das süß. Es kann ja durchaus sein, dass es die ein oder andere Person gibt, die es tatsächlich interessiert, wie ich, wo und wie ich das herhole, was die Leute brauchen. Klar, gibt es noch tausend andere YouTuber, die das... schon extra nur solche Videos machen, um zu zeigen, wo man was herbekommt, ist auch klar, aber kann ja sein, dass trotzdem der ein oder andere bei mir auch sehen möchte und deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das mit den Clan-Beiträgen mache, aber mit den Setzlingen und so ein Kram, das würde ich so, das würde ich dann so nebenbei machen wollen. Es ist ja wirklich nur so, noch eine passiert halt nichts. Passiert halt einfach nichts, deswegen kann man das auch so nebenbei machen. So, Konzentration, genug gequasselt. Telisi, du bleibst hier im Busch, im Tarnmodus. Mhm. Ja, mei, so viele sind es ja nicht, ne? So viele sind es ja gar nicht. Ist ja voll easy. Da. Das muss es sein. Ja. Sabotiere. Oh, der hier. Weißt du, wie es geht? Kabel an den Armen, Ventil oben. Ganz einfach. Ganz schön schmutzig. Okay. Hat keiner gesehen. Oh. Okay. Nein. Da ist er. So. Ich auch nicht. Ich sehe euch auch nicht mehr. Wo seid ihr hin? Entschuldigung, dass ich so ruhig war. Aber ich konzentriere mich bei dem immer so schnell. Oh, 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 shit, shit, shit. Hier ist der elektrolytische verdammte Axt. Oh, warte. Warte. Ich muss ihm erstmal einen Blick haben. So. Irgendwo lief doch hier noch einer rum, oder nicht? Ach ne, der ist dann
Ach so, das ist der hier dann reingegangen ist in seinen Staubsaugerroboter da. Gut. So. Das hätten wir. Noch ein bisschen was einsammeln. Was ist das? Ach so, ist voll. Na gut, dann kann ich ja noch ein paar Pfeile machen, wenn es jetzt eh voll ist. So. Ach wohl. Ich gucke erst mal, was es sonst so gibt. Stöcke finden wir ja überall eigentlich. Ist voll. Immer drin. Das ist auch voll. Okay. Gut, dann gucken wir mal. So, einmal sabotieren bitte. Hui! Schön in die Giftbrühe. Ah! Hui! Und nochmal sabotieren, bitte. Mhm. Schließe das Bagger-Flüssigkeitssteuerventil. Natürlich. Mhm. Au, 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 mein Kopf. Au. Das war nicht so gut. So. Aha. So hätten wir das. Oh. Doch noch nicht. Ah, nee, doch. Na, was denn nun? Ach, ist das schön. Endlich wieder sauber hier. Herrlich. So. Dann wollen wir mal eine Kleinigkeit futtern. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Hm, ich könnte natürlich auch rohes Fleisch essen. Das schmeckt bestimmt wahnsinnig gut. Ja, komm. So. Sind wir jetzt fertig? Jetzt geht's da vorne wieder hin. Ach Gott, jetzt muss ich das ja noch machen. Ach nö. Wo waren das jetzt? Da. Na gut, dann laufen wir das Stückchen mal. Ist ja jetzt nicht so weit. Hier will mich zwar alle zwei Meter was töten, so rum. Aber naja, mittlerweile bin ich es ja eigentlich gewohnt, dass mich immer alles umbringen will. So. So, sind wir schon fast da. Es klappt doch wunderbar, Mensch. Noch keine 10 Minuten rum und schon ein Lager vernichtet. Das ist doch perfekt. So, quatschen wir mal mit der Trulla. So. Ach, hier Mai. Da ist ja noch wer. Bestimmt die Mutti. Ich hörte, wie du hierher kamst, Vefilu. Von Zorn getrieben. Ich hatte Hilfe. Wir mussten den Ort retten, Mutter. Es hieß, du seist bereit gewesen, allein gegen alle Himmelsmenschen zu kämpfen. Naja, komm vor. Egal. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Gut. Dann wollen wir mal, wa? Die Verschmutzung durch die Himmelsmenschen hat nachgelassen. Ist wohl dein Verdienst. Bist du Nauk? Vefilu wollte helfen. Indem sie sich kopfüber in die tödliche Luft der Himmelsmenschen stürzt? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Ich wollte nur wissen, was dich hierher zieht. Hier finde ich Gleichgewicht. Ruhe und Frieden. Für mich allein. Ich weiß, dass meine Worte manchmal zu scharf und direkt sind. Ich brauche deine Hilfe nicht, Tochter. Ich wollte immer nur, dass du mich verstehst. Es ist egal, was ich dir geben kann, Mutter.
Wie oft wird Gagnat noch gültig sein, bevor du wieder als untragbar aus dem Heimatbaum verbannt wirst und aus unserem Leben verschwindest? Daewoo und ich, wir brauchen dich. Tu dir das nicht an. Bitte, nicht nochmal. Dieser Ort war stark verschmutzt. Nicht wahr? Nun ist er wunderschön. Vieles kann wieder in Ordnung gebracht werden. Dann lass uns noch etwas bleiben. Wir können gemeinsam ein Gleichgewicht finden. Okay, versuchen wir es. Okay. Wie funktioniert das hier? Ja, wie funktioniert das? Bleibe ich noch ruhig. Später schreie ich meine Wut in den Wind. Einen Brustschutz bekommen, aber meiner ist besser. Gut, wir haben wieder einen Skillpunkt, das ist sehr schön. Einen Moment der Ruhe. Und jetzt hallo? Oh nein, nicht schon wieder, nein. Nein, 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 nicht abstürzen, bitte. Oh Gott. Okay, naja gut. Ich habe keine Ahnung, woran das wieder liegt. Bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Also, an der Festplatte kann es schon mal nicht liegen, falls das jetzt auch so ein Tipp kommt. Ich habe es extra schon Festplatte gewechselt und, ach na gut, egal. Hoffentlich wird das irgendwann mal gefixt. Es war, ist nämlich seit dem Update das Theater. Gut, wir versuchen jetzt erstmal, oh je, ich hätte den Controller holen sollen. Ja, naja. Vor allen Dingen, jetzt ist es extra abgestürzt. Extra. Hätte ich eigentlich in der Zeit einen Controller holen können. Aber gut. Wir versuchen es nochmal so. Okay. Was man schön sagte. Sachte ist gar nicht so einfach, ey. Ey, 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 bleib mal drin. Okay, kack jetzt hier. Oh, bisschen zu schnell. Bisschen zu schnell. Ey, das ist gar nicht so einfach. Wirklich nicht. Mann. Okay. Mit der Maus könnte besser funktionieren. Selbst mit der Maus ist das voll schwierig eigentlich. Ja. Oi, 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 oi. Oh, fuck. Okay, schön sachte. 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 Oh. Oh je. Oh. Gott, das kriegst ja Migräne. Mann. Okay. Vor allem, wenn das dann gleichzeitig kommt mit Maus und mit den Tasten, das finde ich am schlimmsten. Das finde ich ja so grausam. Da verkacke ich eigentlich immer. So. Okay, okay. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, siehst du, das meine ich. Das kann ich nicht. Bin ich zu doof für. Ich kann nur auf eine Seite gucken. Da. Mit der Maus schon draußen. Wenn ich dann zur Maus gucke, fliege ich da raus. Oh. Mann. Sehe ich aus wie ein Chamäleon oder was? Ich kann doch nicht in zwei Richtungen gleichzeitig gucken. Junge. Oh. Kannst du nicht ein Blatt Papier nehmen für eine Malerei, wie jeder andere tut auch? Oh, da! Ah. Bleibst du drin? Oh, 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 oh. Oh Gott. Ja. Jetzt aber langsam gut hier, ne? Ja, verflucht. Oder? Oh Gott sei Dank.
Ich dachte, es kommt noch was. Dieses Land. Diese Schönheit. Gezeichnet in so vielen Formen. Wunderschön. Solch unglaubliche Wunder überall. Sie müssen beschützt werden. Mhm. Das ist etwas, an das die Sarentu alle Welt erinnern wollten. Mhm. Sehe ich ganz genauso. Ganz genauso. War's das jetzt? Nee. Nochmal mache ich das nicht. Gut, ist erledigt. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Gut, dann gucken wir mal. Was könnten wir denn noch so machen? Ne? Schau mal einer an. Clanbeitrag. Mhm. Ja. Alles nur noch Clanbeiträge, die wir brauchen. Da google ich erstmal. Das tue ich mir gar nicht erst an. Ohne Google-Lösung. Okay, aggressive Tiere wurden im Steinklingengrat westlich des Lagers über sanftem Wasser gemeldet. Aha. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da mal eine Schnellreise hin, dann müssen wir nicht so weit laufen, ne? Auf geht's. Ach ja. So schnell geht das. Oh, ich bin schon innerhalb des... Na gut. Okay. Da es ja so ziemlich am Wasser gezeigt wurde, gehen wir doch mal... Guck ich mal, ob ich hier suchen kann, ob das mit dazu gehört. Hallo? Sind hier zufällig ein paar Bestien? Ich muss da euch mal einen Pieks geben. So ziemlich schmerzvoll. Hm. Jetzt sehe ich aber noch nichts. Ich sehe auch keine Spuren. Hallo? Oh, was ist das denn? Waldseegras. Oh. Gucken wir doch mal rein. Ist das wieder so ein Ding, was so, ja, wie sammle ich das ein? Hallo? Hallo? Kann ich nicht. Kann es wohl aus dem Wasser aus nicht sammeln. Was ist denn das für ein Quatsch? Schade. So vielleicht? Ah, guck mal. Da kann ich auf einmal rangehen, weißt du? Und? Besser nur. Na ja, gut. Okay. Ach, da. Wir nehmen dafür aber wieder die Schroti. Aha. Da seid ihr ja, ihr kleinen Lümmels. Viele Bestien hier. Ja. Muss den Rest finden. Sehe ich genauso. Da hinten ist noch eins. Hört das dazu? Weiß ich jetzt nicht, aber wir gucken mal. Na kommt mal her. Ihr Frechen. Ihr ganz schön Frechen. Aha, aha. Hören tue ich sie schon mal. Da hinten. Jo, ich würde noch weiter weggehen. Wieso auch nicht? Dann kommt mal her, ihr Hübschen. Hallo. Junge, manche von denen, die wollen es aber auch wissen, ne? Die wollen es aber auch echt wissen. Okay, wo noch? Jetzt sehe ich weiter keine Spur gerade.
Ist das? Ach so, das ist zum Heilen. Bin ich ja voll. Da bin ich ja schon voll. Vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung gucken? Nee? Auch nicht? Hm. Komisch rum. Ah, hier bin ich aber da draußen aus dem Suchgebiet. Guck. Guck mal einer, schau. Gut, dann gehen wir in der anderen Richtung mal. Da hinten. Okay. Da sind noch ein paar. Vielleicht sind die jetzt auch neu gespawnt, weil ich kurz weg war. Überraschung. Hast mir gerade den Knöchel gezwickt. Dumme Sau. Ich glaube, es geht los, ja. Kannst mich dann nicht so einfach zwicke. Kann ich hier lang? Also noch bin ich im Suchgebiet drin. Aber ich finde gerade... Doch, da. Ja, natürlich. Wieso auch nicht? Ja, klar. Ui. Dann kommt mal her, ihr Hübschen. Kommt mal her. Kommt ihr jetzt her? Hallo. Hey. So. Reicht das jetzt? Genug Bestien ausgeschaltet. Sollte helfen. Das reicht ja erstmal, oder? Sehe ich aber genauso. Oh, diesmal habe ich sogar zwei bekommen. Ah, dann könnte ich ja jetzt bestimmt wieder irgendwas freischalten. Können wir doch gleich mal gucken. Ich will nur mal schauen. Ach so, hier ist nichts weiter. Ich dachte, ich hätte jetzt rein zufällig wieder ein neues Lager entdeckt. Ne, hier war es. Fähigkeiten. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Tiere, die keine Raubtiere sind, reagieren nicht auf dich, wenn du auf einem Schreckenspferd sitzt. Es sei denn, du kommst ihnen zu nahe und reitest im Galopp. Aha. Ich habe zwar noch kein Pferd, aber... Okay. Oh. Das ist schon mal nicht übel. Könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen. Und bei der Ikran muss ich auch ja langsam mal was freischalten. Mhm. Bieten die ihre besten Materialien an? Kampfstärkung wird gesteigert. Ja, das habe ich ja schon. Kochzutaten, die du beim Sammeln erhältst. Ja, da wäre ich ja noch schneller voll. Ah, du kannst 10 Kochzutaten und Herstellungsmaterialien mehr tragen. Das ist schon mal nicht übel. Das ist schon mal nicht übel, das können wir doch glatt mal machen. Machen wir auch. So. Gut, hätten wir die Quest auch schon wieder fertig. Meine Fresse, geht das fix. Tödliche Jagd. Oh, das ist sogar schon Stufe 8. Okay. Hier hinten waren wir noch nicht. Hier sieht es auch ziemlich dreckig aus. Da müssten wir gucken, welches Level das hat. Hier waren wir auch noch nicht, hier zwischen. Genau hier dazwischen. Müssten wir auch noch aufdecken. Aber wir gucken mal nach der Quest erstmal. Okay. Wo genau ist das denn? Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Das kann ich ja eh nicht machen, solange das verschmutzt ist. Was machen wir denn da? So eine Scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube nicht, dass ich da hin kann. Würde ich sagen, gucken wir erstmal, inwiefern das hier, welche Stufe das hat, dann machen wir das erstmal. Weil ich traue mich da jetzt partout nicht hin. Echt nicht. Also Stufe 20, tut mir leid. Und ihr habt es ja das letzte Mal gesehen, was die für Flugabwehr-Dinger haben. Heißt also, ich kann ja nicht mal mit meiner Ikran hinfliegen.
So, mal schnell noch ein Schlückchen getrunken. Ich hätte mir eigentlich irgendwo mal Munition holen sollen. Ich trottel. Die Himmelsmenschen sind Abschaum. Ja, sehe ich ganz genauso. So, wir gucken mal, wie es aussieht hier. Wisst ihr, ihr seid 400 Meter daneben und rührt nicht einen Finger. Aber mich voll labert. Schämen tut ihr euch sonst aber nicht, ja? So, ich will nur mal wissen, welche Stufe das hat. Hier ist eine Art Ölbohranlage. Die wollen wohl länger bleiben. Ja, so ist es. Dort ist ein riesiges Ölvorkommen. Ist ja top. Das ist ja super top. Noch kann ich keinen sehen. Gehen wir mal noch ein bisschen näher ran. Ah, laut den Plänen musst du die Pipelines für Öl und Wasser ausschalten. Mhm. Ist auch Stufe 8. Könnte aber noch machbar sein. So ist es ja nicht. Mhm. Okay. Ja, das sind ja einige wieder unterwegs hier. Mhm. Hast mich nicht gesehen. So, das ist schon mal kaputt. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Da haben wir noch ein paar kleine Boots versteckt. Okay, ich dachte, der Rest geht von alleine kaputt, aber anscheinend doch nicht. Ernsthaft jetzt? Wo soll ich denn noch drauf schießen? Na gut, egal. Oh nee. So, das kannst du schon mal gleich abtüten, Kollege. Diese Dance-Moves immer. Das ist schon geil. Nein! Ich sehe ihn nicht. Ich treffe ihn auch so nicht. Die müssten sich mal in der Nähe von diesen Bombendingern hier mal bewegen. Das wäre für mich jetzt sehr, sehr praktisch. Aber was ist denn mit dem los, sag mal? Bitte sag mir, dass ich den treffe. Bitte sag mir, dass ich ihn treffe. Jawohl. Okay. Nein, das war nicht weit genug. Und das war, weiß ich nicht wohin. Gut, das klappt schon mal nicht. Ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht so wegsnacken. Okay. Frage ist jetzt nur. Er hat einen Schlaganfall. Halt bitte still. Na, natürlich nicht. Okay. Solange sie keine Verstärkung rufen, könnte ich es noch hinbekommen. Oh nö, den treffe ich von hier nicht. Shit. Ah. Scheiß drauf. Junge, Junge, Junge.
gucken mal, wo der Hubschraubschraub ist. Da. Ja, das wird doch eh nichts. Immer dasselbe. Nee, kriegt das Ding einfach nicht klein. Ja, genau dann. Ach, scheiß doch drauf, echt. Du gehst mir auch ganz schön auf den Sack hier drüben. Ach, ist das schrecklich. Ist das schrecklich. Nee. Okay. So. Jetzt da hinten noch hin. Ich weiß halt nicht, ob ich die treffe von hier, ne? Das ist immer mein Problem. Achso, ich habe ja keinen mehr. Hab ja keine mehr. Hilfe! Wo will er denn hin? Ach, da ist er ja, Mensch. Komm mal her, mein Freund. Ja, versteck dich hinterm Zaun, du Feigling. Das ist manchmal. Nee, halt. Schrotflinte. Ja. Ganz ruhig. Oh, ist doch was hochgegangen. Sehr schön. Gut, wir rennen uns mal rein. Junge, da war ja noch so ein Ding, habe ich gar nicht gesehen. So, wo muss ich hin? Das geht dich gar nichts an, wo ich bin. So. Wieso versuche ich es überhaupt noch mit Schleichen? Wieso probiere ich es überhaupt? Ich hab doch sowieso nie. Hm. Ja, toll, hier komme ich gar nicht rein. Och, komm. Ich wollte da nur gucken, wo ich hin muss, Mensch. Das ist doch nicht normal. Ne, echt mal. Das sehe ich ganz genauso. Ist doch nicht normal, was ihr hier abzieht. Das ist ja grausam. So. Kann ich hier irgendwas machen? So. Oh, oh. Oh, sehr gut. Brauche ich. Wow. Da oben haben wir noch eins. Natürlich. Natürlich nur da oben. Ja, das hat nicht geklappt. Oh, komm. Wirf doch mal. Die macht einfach nichts mehr, ne? Er hat gerade nicht geschossen. Irgendwie hat sie gerade ganz schön gehangen. Junge. Hä? Wer schreit denn hier? Da. Mach ich doch gar nicht. So. So nämlich. War hier nicht irgendwas? Hier, okay. Echt jetzt? So geht das doch nicht kaputt, nicht? Alter! Wie viel halten die denn aus, die Dinger? Hm.
Das ist schon äußerst merkwürdig. Äußerst merkwürdig. So. Oh, hier gibt's was. Aufheben. Ach, sehr schön. So. Eine Runde durchsuchen. So. Ist nur noch da hinten, ne? Da ist aber auch noch was. Ach nee, das ist die andere. Ach so, das ist ja die Quest. Stimmt ja, ich hab das hier gar nicht als Quest aktiv. Ich wollte sagen, hä, was soll ich denn da hinten? Ajo! Gott, ist das Ding sauer. Meine Herren. Okay. Okay. So. Mann, 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 jetzt haben wir mal gut hier. So, da muss ich hin. Okay. Ist schon ziemlich merkwürdig mit den Dingern hier. Halten die jetzt mehr aus? Liegt das an der Stufe oder? Weiß halt nicht. So. Was soll denn hier sein? Ach, da. Da drüben. Hier drüben irgendwo. Das brauche ich auch nochmal. Ja, wo denn? Ah. So? Und jetzt? Och. Mann, ich würde noch mehr Umwege reinhauen. Junge, Junge. Wie läufst du dir ja ein Wolf? Ich weiß auch nicht mal, wie ich da hochkomme. Eieiei, ey. So, jetzt mal schnell hier rum ums Eckchen. Was soll das Ding sein? Ich sehe es wieder nicht, ne? Da. Ja, ist es doch. So? Wo bin ich? Ah, hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber ich glaube nicht. Hier, glaube. So. Fertig jetzt, oder wie, oder was? Vamos? Oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Auf und davon. So haben wir wenigstens etwas geschafft heute, wa? Ach, sieht das schön aus. So. Mal schauen, was ich Schönes kriege. Ich glaube, ich war zu laut. Ja, ich weiß. Naja, immerhin etwas haben sie da gelassen. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Wir werden noch immer zu laut sein. Lieber nochmal warten. So. Mal gucken. Was gibt's Schönes? 100. Naja. Naja. Ich glaube... Die ist jetzt nicht mehr so aktuell. Glaube ich.
Aber okay. Gut. Hallo? Einsammeln? So, das ist voll. Okay. Na gut. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, wa? Oh, hier ist ein Glockenzweig. Na, immerhin. Das ist doch immerhin, ne? Dann haben wir das hier sogar schon fast aufgedeckt. Zumindest hier diese Ecke. Mensch, Meier. Dass ich das noch erleben darf. So, wo ist es denn? Da oben. Ne. So, meine Freundin. Schön, dich zu sehen, Lilly. Sehe ich auch so. Sehe ich ganz genauso. Fliegen jetzt so einfach mal da hoch. Ja. So. Wo ist es? Wir landen mal hier. Muss ja hier irgendwo sein. Wo bin ich? Usch! Tilisi! Usch! Ah, hier. Hier drin? Nö, das ist einfach nur ein Loch. Aua, Kopf gestoßen. Ja, wo ist es denn? Ist jetzt wieder doof? Antwortet nicht. Bin ich schon wieder vorbeigelaufen? Ist es doch hier drunter? Hä? Na, ja, okay, ich hab das gesagt. Sagt nix, ich übersehe die Dinger ständig. So, einmal angefasst. Das gute Stück. Hui, jippa. So. Schauen wir mal, wo sind wir denn hier? Ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Nee, wa? Was ist das hier eigentlich? So questtechnisch haben wir jetzt gerade weiter nichts hier, ne? Außer das hier. Aber ich weiß halt nicht, ob das so gut ist da, ne? Weiß ich nicht. Gibt es irgendwo noch Aufträge? Keine Quest verfügbar? Nee. Sprechen mit Nevika beim Heimatbaum. Wieso? Was ist mit der? Ja gut. Es will auch keiner mehr was, ne? Also momentan wollen die alle nur diese Beiträge haben. Mehr ist es gerade nicht. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Guck mal. Tilisi? Tilisi, bist du noch im Busch? Ach, da ist er. Schauen wir mal da längs, was es Schönes gibt. Ja, ja. So. Was war das? Was war denn das? Irgendwas Lautes. Ui. Hier gibt es wieder schöne Sachen. Die das Leben schöner machen. Hier sind so ein paar Schildkrötis. So. Angekommen. Zuflucht auf dem Bergrücken. Junge, was stimmt mit dir nicht? So, Hallöchen allerseits. Freut mich, bin die Neue, ich komme jetzt öfter. Was wollt ihr haben? Schicksalsfrucht. Habe ich nicht sowas mal gehabt? Tatsache. Na, Gott sei Dank. So. Das hätten wir auch erledigt. Haben wir jetzt auch geschafft. Gut, ich will mal wissen, was es mir bringt, wenn ich zu diesen komischen Punkten hier hinfliege. Einfach nur mal aus Jux. Tilisi? Da. Mensch, Tilisi findest du aber auch nirgends. Na nun, hör doch mal auf, die Tiere anzuschreien. Ach doch, nicht immer sowas. Ja. Entdecke ich da irgendwas dann? Oder ist das einfach nur irgendwas zum Angucken? Oder... Ich weiß ja nicht. Oh, da ist ja noch ein Glockenzweig. Das ist ja ein Ding. Wie kommt das denn da hin? Okay, finde ich super. Kann man machen.
So, einmal landen bitte. Delisi, Delisi. Nicht hier. Oh Gott, Delisi. Du Wahnsinnige. So. Ich glaube, das ist das sogar, was wir markiert haben. Also sind das diese lila Punkte, ja? Okay. Dann weiß ich das jetzt auch. Dann ist da oben auch irgendwas. Dann gehen wir da auch nochmal hin. Weil wir können ja die Punkte und sowas können wir gut gebrauchen. Delisi? Delisi? Ach, Delisi. Delisi, Delisi. Was machst du nur für Faxen? So. Gut. Au, Kopf gestoßen. Gut, hier komme ich schon mal nicht hoch, aber hier wahrscheinlich. Mhm. So, einmal hier hoch bitte. So. Oh, shit. Ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht. Oh, shit. Wo willst du denn? Hab ich dich nicht getroffen? Oh ja, gut, das geht auch. Na klar. Natürlich. Ach, komm. Delisi. Willst du mich jetzt verarschen, Delisi? Jetzt komm her. Oh, so, Delisi. Delisi verflucht noch eins. Hey, Delisi. Ich pack dich wieder zurück zum Berg. Mann. Delisi. Delisi. Ah! Du machst mich irre. Jetzt nimm mich mit. Junge, Weib. Ja, ja. Oh, also manchmal bist du schon anstrengend. So. Ach ja, Mai. Da haben wir wieder ein paar Kollegen. So, warte mal. Werf ich das von hier? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Aber es ist nett von ihm, das erwartet. Okay. Na gut. Ne? Ja. Wo wollt ihr denn immer hin? Lass mich doch mal in Ruhe. Halt. Ja. Ey. Ja, kommt her. Was machst du da? Aha. So. Gut, jetzt können wir in Ruhe gucken. Jetzt können wir in aller Ruhe gucken. Ja, was ist da? Noch einer für Pandora! Warum schreist du so? Ist. Okay, ich sag dazu mal nix. Heute ist irgendwie ganz schön. Jo, beruhig dich doch mal. Ich will doch nur hier. Lande? Lande! Delisi, jetzt lande, verflucht nochmal! Oh. Mann, Delisi! So. Das ist da.
Hat ja jetzt gedauert, wa? So. Okay. Wollen wir hier so in die Richtung mal ein bisschen gucken, weil da scheint ja auch was zu sein. Einfach mal so ein bisschen aufdecken. Also fliegen wir da nochmal schnell fix hin, weil die Folge ist eh fast rum. Da lohnt sich jetzt nicht mehr, was Neues anzufangen. Jung. Auf geht's, Tilly sie. Auf sie mit Gebrüll. Oder sowas. Oh, 2 Kilometer. Das ist aber schon ein Eckchen, ne? Ja, dauert ein bisschen. Ein bisschen dauert's, ja. Ja. Ein bisschen dauert das wohl. Mhm. Oh, okay. Dann fliegen wir mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ich darf wahrscheinlich nicht zu nah an diesem Berg fliegen. Dann muss ich hier außen rum wahrscheinlich. So. Ja, ja. Ein bisschen dauert's wohl. Ein bisschen dauert das wohl. Sind wir da irgendwo wer? Irgendwo? Ach, da oben, über mir. Ja, ja. So. Darf ich da jetzt überhaupt hin? Ich hoffe doch. Irgendwas muss ja da sein, oder? So langsam aber sicher müsste ich eigentlich auch irgendwas sehen. Oder? Aha, ein Glockenzweig. Irgendwo da unten. Ja. Da. Da ist er doch. Ich dachte, er wäre schon wieder irgendwo in der Wand versteckt oder so. Oder in der Höhle oder unterm Drachenburg oder so. Ich weiß doch nicht. So. Ist auch schon wieder erledigt. Guck mal einer, schau. Weltweithöhle, da waren wir anscheinend schon. Ach, hier ist auch wieder irgendeine Verschmutzung. Guck mal. Okay. Okay. Naja. Da habe ich ja hier noch so ein paar lila Punkte, die ich wohl anscheinend übersehen habe. Aber das mache ich alles mal so zwischen den Folgen nebenbei. Ich wollte jetzt nur am Ende jetzt so ein bisschen zeigen, was ich jetzt so außerhalb der Aufnahmen machen würde. Mehr ist es nicht. Umfliegen, irgendwo was anfassen und dann weiterfliegen. Und das war's dann auch schon. Aber für heute reicht es erstmal. Ich werde die Folge für heute erstmal beenden. Und ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.